Guten Abend und herzlich willkommen zum virtuellen Open House des Zeppelin-Museums. Mein Name ist Marc Niehoff und ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Kunstabteilung des Hauses. Meine Kollegin Charlotte Ickler und ich haben die Ausstellung Beziehungsstatus offen, Kunst und Literatur am Bodensee kuratiert, die am 17. Dezember 2021, vor gut einem Monat, im Zeppelin-Museum eröffnet wurde. Diese interdisziplinäre Ausstellung nimmt den Bodensee als kreativen Schaffensort in den Blick und untersucht die wechselseitigen Beziehungen zwischen Literatur und Kunst. Sie untersucht dabei die Netzwerke von KünstlerInnen und Schriftstellerinnen des 19. und 20. Jahrhunderts in der drei länderübergreifenden Region. Im Einzelnen beleuchten wir dabei die Künstlerinnengemeinschaft, die sich hier bildeten, den direkten Austausch und die Zusammenarbeit von KünstlerInnen und SchriftstellerInnen sowie den Bodensee als Ort des Aufbruchs auf der einen Seite und des Rückzugs auf der anderen Seite. Diese Region in der Peripherie, abseits der Metropolen, zog zu verschiedenen Zeiten immer wieder Kreative an, die sich hier zurückzogen. Das bekannteste Beispiel sind sicherlich die Künstler der klassischen Moderne, die sich als entartet, diffamiert und zumeist aus ihren Lehrämtern vertrieben, zwischen 1933 und 1945 in die innere Emigration hierhin zurückzogen. Beispielsweise Otto Dix und Max Ackermann. Dabei spielte neben der relativen Abgeschiedenheit der Gegend auch immer die Nähe zur Schweizer Grenze eine wichtige Rolle. Ein Ort in der Schweiz, der in unserer Ausstellung exemplarisch für die beiden Pole Rückzug und Aufbruch am Bodensee steht, ist das Sanatorium Bellevue in Kreuzlingen. Die von mehreren Generationen der Familie Binswanger geleitete Institution war schon während des Ersten Weltkriegs ein Zufluchtsort für viele deutsche Intellektuelle und Künstler in der neutralen Schweiz. So konnten sich Ernst Ludwig Kirchner und René Schickele hierhin vor den Auswirkungen des Krieges zurückziehen. Gleichzeitig kann man das Sanatorium aber auch sicher als einen Ort des Aufbruchs verstehen, an dem neue Methoden der Behandlung von psychischen Erkrankungen angewendet wurden. Im Bellevue wurden viele bekannte Persönlichkeiten behandelt, darunter Henry van de Velde, Karl Sternheim und Abi Warburg. Diese und andere Patienten oder Gäste des Sanatoriums wird uns heute Abend Frau Dr. Chantal Marazia vorstellen. Herzlich willkommen, Frau Dr. Marazia. Ja, vielen Dank, Herr Niehoff, für die schöne Einführung. Sie haben schon ganz viel vorweggenommen und erklärt und ich hoffe, ich kann das jetzt ein bisschen plastisch durch meinen Vortrag noch. Wunderbar. Ich werde eben noch ganz kurz etwas zum Prozedere sagen, auch was das Kommentieren angeht. Und dann werde ich Sie gleich noch mal kurz vorstellen in Ihrem Lebenslauf. Alle, die zuschauen, kommentieren Sie fleißig wie gewohnt auf den Plattformen, wo Sie uns gerade zuschauen, also entweder Facebook oder YouTube. Und wir werden dann die Fragen gerne an unsere Expertin weiterleiten. Genau, und jetzt darf ich Sie noch kurz vorstellen, Frau Marazia. Chantal Marazia studierte Philosophie und Geschichte in Italien, Frankreich und der Schweiz. 2006 wurde sie mit einer Dissertation zu dem Schweizer Psychiater Ludwig Binswanger promoviert, was genau unser Thema jetzt gleich sein wird. Seitdem war sie unter anderem Stipendiatin der Alexander von Humboldt Stiftung und am Institute of Advanced Studies in Paris und Gastwissenschaftlerin am Wellcome Trust for the History of Maths in London. Seit 2017 ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut Geschichte der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf, von wo sie uns, glaube ich, heute Abend auch zugeschaltet ist. Ja. Ihre Forschungsinteressen umfassen neben der Geschichte und Philosophie der Psychiatrie die Geschichte der Psychologie, der internationalen Wissensaustausch, Sammlung, Tiere und Tiermodelle in den Wissenschaften, Anerkennungskulturen, Emotionen und Gender in der Medizin. Sie ist zurzeit als Herausgeberin an der Gesamtausgabe der Werke von Karl Jaspers beteiligt. Zusammen mit Davide Stimili hat sie für Diaphanes Abi Warburgs Krankengeschichte herausgegeben, die unter dem Titel Die unendliche Heilung erschien und in mehrere Sprachen übersetzt wurde. Und damit sind wir nämlich auch schon genau beim Thema, nämlich Abi Warburg war eben auch Patient im Bellevue. Und ich übergebe das Wort an Sie und freue mich auf einen spannenden Vortrag zu diesem tollen Thema. Ja, Herr Niehoff, vielen Dank für die nette und ausführliche
Einführung, während ich mich bedanke und bedauere, dass ich den Vortrag heute nicht in Präsenz halten kann. Ich wäre nämlich sehr gerne nach Friedrichshafen gekommen und hätte gerne vor allem die Ausstellung gesehen. Das tut mir sehr leid, aber Sie wissen jetzt, im Moment sind Reisen etwas problematisch. Aber wenigstens beginnt mein Vortrag mit einer Reise oder besser noch mit einer Flucht. Im Jahre 1839 fand nämlich der deutsche Jurist und Schriftsteller Johann Georg August Wirth, der gerade von der bayerischen Regierung verfolgt wurde, mit anderen subversiven Publizisten im Kanton Thurgau Zuflucht, genauer in der Gemeinde Engelshofen. Jetzt habe ich eine Frage, nämlich ist schon das zweite Bild ganz von alleine gekommen. Das sollte nicht so sein, aber das ist egal. Ich hoffe, das geht einem nicht automatisch weiter mit der Präsentation, sonst gehe ich einfach zurück. Wir waren in Engelshofen, wo Wirth Zuflucht gefunden hatte, das seit 1874 Kreuzlingen heißt. Hier mietete Wirth das kleine Schloss Remisberg, welches der Vorsitzer Bellevue umbenannt hatte, um, wie das Wort so schön sagt, den schönen Blick auf den Bodensee zu feiern. Und neben den Exilanten beherbergte das Schloss einige Jahre lang das Druck- und Verlagshaus Bellevue, die von Wirth gegründete liberaldemokratische Druckerei, die revolutionäre Flugblätter und die berühmte Untergrundszeitschrift Deutsche Volkshalle druckte. Im Jahr 1841, also ein paar Jahre später, schloss sich der Jurist Ignaz Vanotti der Gruppe an. Und als sich letztere ein Jahr später auflöste, kaufte Vanotti ein Grundstück im strategischen Bereich des alten Klosters, 100 Meter von der Grenze entfernt, auf dem er ein zweistöckiges Gebäude errichten ließ, das als Wohnhaus der Familie Vanotti und als Sitz einer neuen Druckerei diente, die den Namen Bellevue erbte. Vielleicht ist es kein Zufall, oder zumindest möchte ich daran glauben, dass es keiner war, dass der aus Bayern stammende jüdische Psychiater Ludwig Binswanger, der, so heißt es, mit Säbel bewaffnet an der Revolution von 1848 teilgenommen hatte, genau dieses Gebäude für seine Privatanstalt für heilfähige Kranke und Pfleglinge wählte. Ende März 1857 betrat die Familie Binswanger die Schwelle der ehemaligen Druckerei und kurz darauf trafen schon die ersten 5 Patientinnen ein. Das Asyl Bellevue war geboren. Dem Begriff Asyl haftet heute ein negativer Beigeschmack, da vor allem die psychiatrischen Großanstalten, Zwangsjacken, Elektroschock damit verbunden werden. Letztere gab es damals allerdings noch nicht. Doch das Asyl Bellevue sollte buchstäblich als Zufluchtsstätte für Geisteskranke dienen. Endlich, ich zitiere, steht der Zutritt in den engeren Familien den besseren Kranken jederzeit mit Liebe offen, so warben die Prospekte und Anzeigen aus der Gründungszeit. Hier sehen Sie das Prospekt. Also nicht Zwangsjacken und Zwangsmaßnahmen, sondern ein liebevolles, familiäres Milieu gehörte zu den therapeutischen Grundkonzepten Binswangers. Und als familienfreundliches Asyl mit im Familienleben wurde das Bellevue auch bald unter den Kollegen in der Schweiz und im Ausland bekannt. Ich habe jetzt nicht vergessen zu gendern, ich habe Kollegen gesagt, weil es tatsächlich in dieser Zeit ausschließlich Männer waren. Wir müssen noch ein bisschen warten, bis die Damen auch in der Schweiz, wenn es fortschrittlich war, zum Medizinstudium zugelassen wurden. Also ich sagte, es wurde als Asyl mit Familienleben bekannt, das Bellevue im In- und Ausland. Und die Klientel wuchs von Jahr zu Jahr, sodass weitere Grundstücke angekauft und neue Bauten errichtet werden mussten. Denn die Damen sollten über einen Damensalon verfügen, die Herren über einen Turnplatz, ein Billard und ein Lesezimmer. Nahm man alle Komfort in Anspruch, konnte die Monatsrechnung
1200 Franken betragen. So zum Abgleich, eine ordentlich verdienende Schweizer Arbeiterfamilie lebte davon fast ein Jahr. Familiäre Atmosphäre und Luxus blieben sozusagen das Markenzeichen des Bellevues bis zu dessen Schließung in den 1980er Jahren. Fast 130 Jahre nach der Gründung und drei Generationen nach der Gründung. Und diese Kombination von familiärer Atmosphäre und Luxus war nicht nur unter Fachleuten bekannt, sie fand auch Eingang in die Weltliteratur. Josef Roth zum Beispiel hat in seinem Roman Radetzky-Marsch diese Kombination verewigt, wenn auch in ironischer Brechung, die dort erwähnte, aber wirklich nur erwähnte, sie wird nicht beschrieben. Ich zitiere, Anstalt am Bodensee, in der verwöhnte Irrsinnige aus reichen Häusern behutsam und kostspielig behandelt wurden und die Irrenwärter zärtlicher waren wie die Hebammen, Zitat Ende, ist zweifellos das Bellevue. Hier sehen Sie das Bellevue um 1905 ungefähr, also wie es aussah, die ganzen Bauten und der schöne Park. Der Radetzky-Marsch erschien 1932 und zu dieser Zeit leitete Ludwig Binswangers Enkel, der wie der Großvater auch Ludwig hieß, die Anstalt. Und um diesen Ludwig wird es heute in meinem Vortrag auch gehen. Nach dem plötzlichen Tod seines Vaters, Robert Binswanger, im Jahr 1910, hatte Ludwig die ärztliche Leitung der Familienklinik übernommen. Und es ist eigentlich schwer zu sagen, ob diese seine wahre Berufung war. Seinen autobiografischen Aufzeichnungen nachzuurteilen, scheint er dieses Schicksal eher mit dem Pflichtbewusstsein der Sprossen großer Dynastien einfach entgegengenommen zu haben. Es war selbstverständlich, so schreibt er, dass er in die Fußstapfen seines Vaters und seines Großvaters treten würde. Er studierte also Medizin, hier sehen Sie, während der Studienzeit in Lausanne. Aber die Weitergabe dieses Erbes an seinen Sohn Wolfgang war für Ludwig ebenfalls selbstverständlich, aber nicht so verfrüht. Erst im Alter von 74 Jahren überließ Ludwig die Leitung der Klinik seinem Sohn Wolfgang. Ludwig Binswanger ist nicht ausschließlich für die langjährige Leitung des Bellevues bekannt. In Fachkreisen ist er in erster Linie für seine wissenschaftliche Tätigkeit bekannt und ursprünglich eigentlich von der Psychoanalyse begeistert. Er hatte in Zürich bei Carl Gustav Jung promoviert und stand im regen brieflichen Austausch auch mit Sigmund Freud. Entwarf er in Kreuzlingen, wo er sein Leben lang blieb, einen eigenen Forschungsansatz. Diesen entwickelte er in enger Wechselbeziehung zu den zeitgenössischen oder zu einigen zeitgenössischen philosophischen Strömungen, zuerst zur Phänomenologie Edmund Husserls und später zur Existenzphilosophie Martin Heideggers. Und diesem Ansatz liegt ein bisschen so die Überzeugung zugrunde, dass die Psychiatrie philosophische Begriffe braucht, wie zum Beispiel Leiblichkeit, Zeitlichkeit, aber auch Freiheit, um die Erforschung psychischer Störungen überhaupt auf eine methodisch sichere Basis zu stellen. Ludwig Binswanger gründete zwar keine Schule im engeren Sinn, noch heute hat jedoch seine Daseinsanalyse zahlreiche Anhänger, besonders im deutschen und französischen Sprachraum, aber auch in Italien. So bin auch ich auf ihn gestoßen. Aber allerdings hatte sich Binswanger bereits zu Lebzeiten durch seine Publikationen einen Namen gemacht und gewiss hat die Familienklinik auch von der Reputation ihres Direktors profitiert. Und zwar eigentlich recht früh, denn bereits Anfang der 1920er Jahre luden die Werbeprospekte nicht mehr in das Sanatorium Bellevue ein, sondern in Binswangers Klinik Bellevue.
Vor dem Ersten Weltkrieg, als Ludwig die Klinik übernommen hatte, war die psychiatrische Forschung vor allem von somatischen Ansätzen dominiert, die das psychische Geschehen und eben auch die psychische Krankheit aus hirnorganischen Grundlagen herleiteten. Geisteskrankheiten sind Gehirnkrankheiten, war so ein bisschen verkürzt das Leitwort in der Psychiatrie. Binswanger hingegen sprach sich für einen ganzheitlichen Zugang zum psychisch kranken Menschen und gegen eine ganz scharfe Trennung zwischen Krankheit und Gesundheit, also psychischer Krankheit und psychischer Gesundheit. Er war keinesfalls der Einzige, der einen solchen Ansatz vertrat und der sich dabei auf Husserl und auf Heidegger stützte. Sie haben Karl Jaspers erwähnt. Ja, Karl Jaspers zum Beispiel, der heute vor allem als Philosoph bekannt ist, unmittelbar vor dem Ersten Weltkrieg, aber als Psychiater in Heidelberg tätig war, entwickelte zum Beispiel eben ähnliche Ansichten. Es wird auch gerne behauptet, Binswanger hätte trotz der wissenschaftlichen Tätigkeit immer nur für seine Patientinnen gelebt und deshalb keine akademische Laufbahn eingeschlagen. Das ist nicht ganz richtig, denn er bewarb sich, wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe, sogar mehrmals auf einem Lehrstuhl. Das hat aber nicht geklappt. Aber gegenüber den gleichgesinnten akademisch verankerten Kollegen hatte Binswanger somit einen großen Vorteil, denn die meisten, wenn auch nicht alle wissenschaftlich tätigen Psychiater, arbeiteten damals in öffentlichen Einrichtungen, universitäre Kliniken. Binswanger hingegen hatte das Bellevue und das war auch ein bisschen dann sein Glück. Dass diese Klinik, das Bellevue, eine exklusive war, habe ich bereits erwähnt. Ein komplex luxuriöser Villen, Sie haben sie gesehen, eingebettet in einem üppigen Park, rekonstruierte das sozioökonomische Umfeld der wohlhabenden Klientel, um die schwindelerregenden Preise für einen Aufenthalt in der Klinik auch architektonisch zu rechtfertigen. Die Kosten waren so hoch, dass sich sogar die Warburgs, die reiche Bankierfamilie, über, ich zitiere sie hier, die absurde Summe beschwerten. Die fürstlichen Zimmer des Bellevues belegten jedoch nicht nur verwöhnte Prinzessinnen und wohlhabende Industrielle, sondern auch zahlreiche Künstlerinnen und Intellektuelle. Das haben Sie ja auch schon gesagt. Der Maler Ernst Ludwig Kirchner, die Schriftsteller Leonhard Frank, Ferdinand Hardekopf, René Schickele, Karl Sternheim, die Schriftstellerin, Journalistin und Fotografin Annemarie Schwarzenbach, der Genfer Linguist Jean Bailly, der Tänzer und Choreograf Vaslav Nijinsky, der belgische Architekt Henry van de Velde, das haben Sie viel besser ausgesprochen als ich, der Zoologe Julius Schachsel, der Chemiker Adolf Werner, der Vater der Theorie der komplexen Verbindungen, der Schauspieler und Regisseur Gustav Gründgens oder der Dichter und Architekt Rudolf Alexander Schröder, der übrigens 1929 die Inneneinrichtung des Haupthauses gestaltet hat, sind wohl die bekanntesten unter diesen Patienten. Nicht alle unter ihnen fühlten sich unter Prinzessinnen und Baronen aber anscheinend wohl. Henry van de Velde zum Beispiel gestand in seiner Autobiografie, die Patienten kamen aus der deutschen Industrie und Finanzwelt, aus der internationalen Diplomatie und aus der Aristokratie von ganz Europa. Neurastheniker verschiedenen Grades, teils in geschlossenen Häusern, teils in der offenen Villa Bellevue, wo sich überarbeitete Lebemänner, hysterische Damen und Alkoholiker der Ausgezeichneten vorunterzogen. Und das ist diesmal nicht ironisch gemeint, er meinte das wirklich. Ich fühlte mich in diesem Milieu zunächst fehl am Ort. Dank der besonderen Sorge Binswangers aber, der mich aller gesellschaftlichen Verpflichtungen enthob, passte ich mich aber rasch an. Ja, der Erste, der sich hier fehl am Platze fühlte, war wohl Ludwig Binswanger selbst. In seinem Tagebuch trauerte er am 10.
Juni 1917, nämlich der Entlassung des Pazifisten und Schriftsteller und Freund Leonhard Frank nach, denn dieser hätte ihn verstanden wie keiner zuvor. Er hätte ihm nämlich gesagt, es wäre seiner nicht würdig, seiner, also Ludwig Binswangers nicht würdig, ein Sanatorium zu leiten, das nur für Reiche erschwinglich war. Gewiss unterhielt sich Binswanger, der ein kultivierter und belesener Mensch war, lieber über Poesie und Kunst mit seinen Patienten als über Zinssätze zum Beispiel. Es war jedoch nicht nur eine Frage der Qualität des postprandialen Gesprächsstoffs. Sie müssen wissen, dass Patientinnen und Ärztinnen im Bellevue ihre Mahlzeiten bekanntlich gemeinsam einnahmen. Also es war nicht eine Frage des Gesprächsstoffs. Die Kunsthistorikerin Bettina Gockel hat nämlich hervorgehoben, dass die Anzeichen der Geisteskrankheit als Teil der Persönlichkeit und der Lebensgeschichte als Ganzes, was Binswanger vertrat, sich bei Künstlerinnen besonders gut studieren lassen. Und in diesem Punkt trafen die Grundgedanken Binswangers auf der einen Seite und die Lebensführung seiner begabten Klientel wirklich fruchtbar zusammen. Denn wie Bettina Gockel sagt, gerade die künstlerische Beanspruchung einer Einheit von Leben und künstlerischem Werk in der avantgardistischen Kunst entsprach der Suche nach einer ganzheitlichen Auffassung des Menschen in Binswangers Psychiatrie. Binswanger ermutigte allerdings die Künstlerinnen und Schriftsteller in seiner Obhut, nicht bloß der eigenen Wissenschaft zuliebe zum kreativen Schaffen und zur intellektuellen Arbeit, wie wir sehen werden, weil das sozusagen gut in sein theoretisches Konzept des Menschen passte. Es gehörte scheinbar zu seinem therapeutischen Ansatz, auch wenn dies in seinen Publikationen meiner Kenntnis nach nicht erwähnt wird und dieser Aspekt seiner klinischen Tätigkeit noch weitgehend unerforscht bleibt. Zumindest weiß man aber, dass Binswanger seinem Patienten Kirchner, der zwischen 1917 und 1918 in Bellevue verweilte, zum Malen ermutigte. Er stellte ihm nicht nur einen Arbeitsraum zur Verfügung, die Pfleger halfen ihm anscheinend sogar beim Drucken der Holzschnitte. Und in der Kreuzlinger Periode, wenn man sie so nennen darf, entstanden auch zahlreiche davon, die sehen davon hier zwei, Selbstporträts, aber auch Porträts von Binswanger, das haben Sie in diesem schönen Bild am Anfang gesehen, das ich bekommen habe, eben mehrere Porträts von Binswanger und seinen Angehörigen, von Besuchern und Mitpatientinnen, darunter Leonhard Frank, sein Förderer Henry van de Velde und ein Ölbild von Julius Schaxl, dem Zoologen. Binswanger ermutigte Kirchner aber nicht nur zum Malen, er gab ihm, wie Kirchner selbst seinem Förderer van de Velde begeistert berichtete, ich zitiere, unendliche Anregungen. Schon im ersten Kreuzlinger Monat schrieb er seinem Mäzen, und ich zitiere, ich liege brach wie ein Acker, der nicht bepflanzt ist. Ich habe viel Anregungen durch die Herren Doktoren und durch etwas ganz Seltsames, durch die Bilder einer Kranken, die mit außerordentlich feinem Gefühl für die Farben ihre Visionen hier malt. Wenn Sie wieder herkommen, möchte ich Ihnen die Sachen gerne einmal zeigen. Ich staune, welche Kräfte durch Krankheit manchmal freigelegt werden. Ich will, wenn ich mich konzentrieren kann, auf Anregungen von Herrn Dr. Binswanger einiges darüber aufschreiben. Zitat Ende. Und das tat Kirchner dann wirklich tatsächlich. Und so genau, dass man seine Inspirationsquelle identifizieren konnte. Und es handelt sich, wie Thomas Röske eindeutig belegen konnte, um Else Blankenhorn. Die begabte Malerin stammte aus einer angesehenen badischen Familie und
Während ihres jahrelangen Aufenthalts in Bellevue war sie, wie auch schon davor, künstlerisch tätig. Und aus finanziellen Gründen musste Else Blankenhorn dann später das Bellevue wieder verlassen. Ihre Bilder nahm sie aber anscheinend nicht mit sich, denn Binswanger zeigte sie nicht nur Kirchner, sondern auch seinem Kollegen Hans Prinzhorn, dessen Frau ebenfalls zur Erholung in Bellevue waren. Und so bildeten dann Else Blankenhorns Werke wirklich den ursprünglichen Kern der heute berühmten Sammlung Prinzhorn. Aus Kirchners Aufzeichnungen und Briefen geht ganz klar hervor, dass er diese wiedergewonnene Kreativität als Heilungs-, als Selbstbefreiungsprozess von der Krankheit verstand. Er konnte dann tatsächlich auch das Bellevue verlassen und Binswanger und seine Frau Hertha erstatteten ihm wenig später auch Besuch auf der Staffelalp, wo dann diese bekannten Bilder auch entstanden. Aber Kirchner war nicht der einzige Patient Ludwig Binswangers, der durch Produktivität die eigene Genesung beweisen wollte. Auch der Kunst- und Kulturwissenschaftler Abi Warburg, der einige Jahre nach Kirchner längere Zeit in Bellevue verbrachte, versuchte durch die eigene intellektuelle Leistung auf eine Entlassung aus der Anstalt sozusagen hinzuarbeiten. In Kreuzlingen entstand bekanntlich der Vortrag Bilder aus dem Gebiet der Pueblo-Indianer, der heute unter dem Titel Schlangenritual, ein Reisebericht wirklich zu den kanonischen Texten der Kunstgeschichtsschreibung auch zählt. Warburg selbst halte es allerdings als verzweifelte Bekenntnisse eines Erlösungsversuchs verstanden. Und so hatte er das auch in Bellevue erlebt. Wie Kirchner wurde auch Warburg von Binswanger in seinem Vorhaben kräftig unterstützt. Warburgs Assistent Fritz Zaxel hatte so gut wie freien Zugang zum Bellevue und sie konnten ungestört an dem Vortrag arbeiten. Wie die Veranstaltung auf das Publikum wirkte, kann man Warburgs Krankengeschichte selbst, die ich eben, wie Sie schon erwähnt haben, zusammen mit Davide Simile veröffentlicht habe, entnehmen. Am 22. April 1923 ist nämlich ein Eintrag dazu in der Krankengeschichte. Ich lese jetzt aus dieser vor. Am 21. April fand der lange vorbereitete Vortrag über Schlangentänze der Sioux-Indianer mit Beziehungen zu der allgemeinen Verwendung der Schlangen in der kosmischen Mystik etc. statt. Patient hatte dazu ein großes Publikum geladen und für die gute Inszenierung der Lichtbilder etc. gesorgt. Der Vortrag selbst war mehr eine Plauderei in Anschluss an das Fotomaterial. Eine Fülle von Wissen entwickelnd, aber in etwas ungeordneter Weise, die Hauptsachen zu stark mit Beiwerk umhüllt, bedeutende Gesichtspunkte nur nebenbei angedeutet, mit intim archäologischen Anspielungen, die nur ganz wenige aus dem Zuhörerkreise verstehen konnten. Dazu kam, dass das Organ, also die Stimme, des Vortragenden ruiniert und unklar ist. Doch war der einstündige Vortrag eine große dynamische Leistung. Diese geistige Beherrschung des Patienten war bei all den kleinen Zwischenfällen von Leistungsstörungen etc. überraschend. Das im Reich gespendete Lob erfüllte Patient mit Genugtuung, kann man sich vorstellen. Und ein paar Tage später wird noch nachgetragen, auch während der folgenden Tage wirkte der Vortrag günstig nach. Die unvermeidlichen Morgenschimpfereien waren milder. Abends war meist ein geordnetes Gespräch zu erzielen. Ich habe jetzt die Zeile hier verloren. Doch nimmt die Wirkung rasch an Intensität. Entschuldigung. Und damit habe ich mein Zitat auch beendet.
ganz überzeugt war Binswanger wohl doch nicht, vorausgesetzt, die Einträge stammen tatsächlich von ihm. Denn die Krankengeschichte wurde maschinenschriftlich verfasst, Gott sei Dank, weil Binswanger wirklich eine fürchterliche Schrift hatte. Jedenfalls dauerte es noch eine ganze Weile, bis Warburg aus der Klinik oder, in dessen Worten, aus dem Inferno in Kreuzlingen entlassen werden konnte. Ja, Warburg hat dann noch länger mit Binswanger darüber gescherzt, dass er eigentlich nicht entlassen worden war, sondern nur zur Normalität beurlaubt war. Aber schließlich hatte ihm dann Binswanger in einem Brief, sie schrieben sich dann bis zu Warburgs Tod, dann auch erklärt, dass er wirklich endgültig entlassen wurde. So, legt man jetzt diese Zeugnisse zusammen. Die Dankbarkeit der Patientin, die Förderung von Kirchner und Warburg, die familiäre Atmosphäre und nicht zuletzt das Bild der Geisteskrankheit, das Ludwig Binswanger in seinen wissenschaftlichen Arbeiten vermittelte. Legt man all das zusammen, so muss man notgedrungenerweise zu dem Schluss kommen, dass das Bellevue ein Paradies auf Erden war. Oder zumindest, dass es überhaupt nichts mit dem Bild zu tun hat, das man von der Psychiatrie des ersten Drittel des 19. Jahrhunderts, Elektroschock, Insulinschock, Zwangsjacken, die habe ich bisher nie erwähnt. Und davon ist eigentlich auch nie die Rede. Deshalb steht auch in meinem Titel das Wort Gäste und nicht Patienten, weil man mir wirklich diesen Eindruck haben könnte, dass es eben nur Gäste waren. Vielleicht können Sie sich noch an diese lange Namensliste erinnern mit den berühmten Patientinnen und Patienten. Und sie ist bei Weitem nicht vollständig. Ich habe nur diejenigen erwähnt und herausgesucht, von denen gewöhnlich eben berichtet wird, dass sie im Bellevue oder besser bei Binswanger waren. Denkt man jedoch, dass durchschnittlich 50 Patienten pro Tag im Bellevue untergebracht waren, zu Kriegszeiten allerdings deutlich weniger, und dass Binswanger die Klinik über 50 Jahre geleitet hat und eigentlich im Grunde auch nach der Rente, dann kommt man schnell in den Tausenderbereich. Nein, ich habe jetzt nicht falsch gerechnet. 50 mal 50 ist 2500. Aber 50 war der durchschnittliche Patientensatz und am Tag. Aber es blieb niemand nur einen Tag im Bellevue. Wer sich das leisten konnte, blieb auch jahrelang in Kreuzlingen. Also bedenkt man also, dass Binswanger Hunderte von Patienten betreut hat, dann ist unsere Namensliste mit den berühmten Patienten im Vergleich doch nicht so lang. Und es wäre voreilig und, wie wir gleich sehen werden, meiner Meinung nach sogar eben falsch, aus der Behandlung dieser Patienten auf die Behandlung aller anderen zu schließen. Und das möchte ich Ihnen jetzt noch kurz an einem allerletzten Beispiel zeigen, und zwar an vielleicht dem berühmtesten Gast des Bellevues, oder zumindest war er zu Binswangers Lebzeiten weltbekannt. Der Star, der Ballerus, Vaslav Nijinsky. Dass Nijinsky ein Patient des Bellevues war, ist schon lange bekannt. Und er war auch, wenn ich mich darin nicht täusche, der erste Patient, dessen Kreuzlinger Krankheitsgeschichte ausführlich wiedergegeben wurde in einer Publikation. Jedenfalls erschien Peter Oswalds Biografie des Tänzers Anfang der 1990er Jahre. Hier sehen Sie die englische Neuauflage von 2000, glaube ich, und die deutsche Übersetzung der ersten Ausgabe. In diesem Buch beschreibt Oswald, wie sich Binswanger liebevoll um den Tänzer kümmerte, bis dessen Frau Romola beim dritten Aufenthalt in Kreuzlingen plötzlich die damals modernste und vielversprechende Behandlung für ihren Mann verlangte, nämlich die Insulintherapie oder Insulinschock, eine Art Vorläufer des Elektroschocks, der
allerdings erst einige Jahre später dann auf den Markt kam. Sie hatte dafür sogar Manfred Sakel, den Erfinder der Insulintherapie, nach Kreuzlingen bestellt, damit sich dieser persönlich um die Verabreichung kümmern sollte. So, nun beschreibt Ostwald ausführlich Binswangers Widerstand, sogar seinen Abstoß gegen diese zu diesem Zeitpunkt tatsächlich noch experimentelle Behandlung. Denn für Binswanger, so Ostwald, war ja die Geisteskrankheit ein lebensgeschichtliches Ereignis und nicht etwas, das man chemisch oder biologisch behandeln sollte. Beachten Sie, dass die Sterblichkeitsrate beim Insulinschock ungefähr bei 4% lag und in einem Eintrag von 1937 in Nijinsky Krankenakte ist sogar von 10-20% die Rede. Hatte also Binswanger die ersten Insulinversuche bei Nijinsky in seiner Klinik geduldet, so beschreibt das Ostwald, teilte er dann plötzlich seinen Mitarbeitern und Romola dann auch bald mit, dass die Nijinsky keine weiteren Insulinschocks erhalten sollte, jedenfalls nicht in Bellevue. Und so wurde Nijinsky am 27. September 1938 zu einem vierwöchigen Insulinurlaub unter Anführungszeichen in das nahe Münzingen versetzt, das damalige Mekka sozusagen des Insulinschocks, wenigstens in der Schweiz. Nun, diese Haltung von Binswanger, die Ostwald beschreibt, ist vollkommen kohärent mit dem Porträt Ludwig Binswangers als menschlichen, liebevollen Vater der Daseinsanalyse, der Heidegger liest. Ja. Sie deckt sich jedoch nicht ganz mit dem Bild Ludwig Binswangers als ärztlichen Leiter des Bellevues, der in seiner Klinik sehr wohl, sehr früh und sogar mit Begeisterung die Insulinkur anwandte, vor, während und nach Nijinskys Aufenthalt. Ich zitiere ihn wörtlich aus einem Brief an einen Kollegen. Neben der Psychotherapie und der Malariatherapie, das ist eine weitere somatische Therapie aus dieser Zeit, ist das Insulin das wichtigste psychiatrische Ereignis meines Lebens, schreibt er ihm seinen Kollegen. Auch Elektroschocks wurden, wenn auch etwas später, im Bellevue verabreicht. Doch hier zeigte sich Binswanger, wenigstens in der Öffentlichkeit, schon etwas skeptischer oder besser, würde ich sagen, weitsichtiger. 1957 schrieb er nämlich, und ich zitiere hier wieder, was die Elektroschocktherapie betrifft, so war ich stolz, dass unsere Anstalt wohl die letzte in der Schweiz war, die keinen Apparat besaß. Mit der Zeit musste ich aber angesichts der Erfolge, besonders bei stürmischen Katatonien, doch einen Apparat anschaffen. Ich habe immer das Gefühl, dass spätere Ärzte auf diese Methode ungefähr so herabsehen werden, wie wir auf den Drehstuhl und Ähnliches. Zitat Ende. Binswanger hatte Nijinsky eine Katatonie diagnostiziert. Wenn Sie sich erinnern, war das ja auch der Grund, warum auch Binswanger dann sich doch für den Elektroschock entschied. Und als der Tänzer im Bellevue war, war der Elektroschockapparat längst noch nicht da. Es ist jedoch sehr unwahrscheinlich, dass Binswanger diese Methode, meiner Ansicht nach wenigstens, bei Nijinsky angewandt hätte, hätte sie es gegeben. Sicher ist, dass sie für Warburg nie in Frage gekommen wäre. In einem allerdings unversandten Brief an dessen Neffen Erik Warburg schrieb Binswanger nämlich, ich zitiere, auch heute würde man sich sehr überlegen, ob man eine solche Kur bei einem Manne wie ihrem Onkel und bei der Krankheit, um die es sich bei ihm gehandelt hat, mit Aussicht auf einen Dauererfolg anwenden würde. Zitat Ende. Mit großer Wahrscheinlichkeit fußten Binswangers Bedenken hier eher auf
die geistige Statur Abi-Warburgs, würde ich sagen, als auf die eigentliche Diagnose. Denn er hatte sich gegen Elektroschock bei Kranken mit intellektuellen Berufen, auch in seinen ärztlichen Korrespondenzen immer ausgesprochen, nicht gegen Elektroschock selbst. Und wir haben es gesehen, er hatte sich auch dann einen angeschafft. Ob er auch bei allen anderen Patienten gerne darauf verzichtet hätte, ist schwer zu beurteilen. Und das wäre, glaube ich, meiner Meinung nach auch nicht schlimm, wenn es so gewesen wäre. Beachten Sie nämlich, dass das Bellevue, von dem die ganze Zeit die Rede ist, eben keine psychiatrische Großanstalt war, sondern eine Privatklinik. Und von dieser Privatklinik lebte die ganze Familie Binswanger. Ja, also es waren Dutzende von Leuten, die von dieser Klinik lebten. Und der sozioökonomische Standard, der Patienten, die da waren, also ich habe das, glaube ich, ein bisschen gezeigt, wer da war, so Prinzessinnen, Baronen, forderte wirklich nahezu die modernsten Therapien und ganz klar greifbare Behandlungserfolge. Es ist daher sehr wahrscheinlich, dass Binswangers therapeutische Entscheidung durch diesen bindenden Umstand bestimmt wurden, also in dem Großteil der Patienten wenigstens. Und wie sensibel Binswanger in diesem Punkt auch war, lässt sich an seiner richtig hitzigen Reaktion Entschuldigung. Also wie sensibel er war, lässt sich eben aus dieser ganz hitzigen Reaktion auf die Vorwürfe des Historikers Hans-Georg Heise ablesen, der seine Behandlungen im Falle Warburg als altmodisch abgewertet hatte. Nur eine systematische Untersuchung aller Krankenakten, und es waren wirklich viele, aus der Zeit, in der Binswanger direkt für die Behandlung seiner Patienten in der Klinik verantwortlich war, weil das ist auch nicht klar. Ja, es ist ja immer von Dr. Binswanger die Rede. Es kann aber um Kurt Binswanger, also Vetter von Ludwig, die Rede sein, ohne dass man es weiß. Also es ist nicht immer klar, welcher Binswanger dann auch wirklich gemeint ist. Aber eben nur, wenn man ganz sicher sein kann, dass Binswanger an den Entscheidungen wirklich beteiligt war, nur so eine Analyse könnte klären, ob die Auswahl der einzelnen Therapien tatsächlich jetzt vom kulturellen oder vom künstlerischen Niveau der Patienten abhing oder von den Symptomen. Den Verdacht, dass Binswangers wirklich ganz hartnäckiger Widerstand gegen Insulintherapie im Falle Nijinsky dem Ansehen eigentlich geschuldet ist, dass dieser zu diesem Zeitpunkt, also zum Zeitpunkt seiner Internierung in Kreuzlingen genoss, halte ich vorerst für legitim, also diesen Verdacht, dass da das mitgespielt hat. Denn ein so prominenter Tod, Sie erinnern sich, also die Mortalitätsrate war wirklich sehr hoch, ein so prominenter Tod hätte dem Ruf der Klinik enorm, enorm geschadet. Der Tänzer und Choreograf Serge Liffard soll einmal über Nijinsky gesagt haben, dieser Mann wird nie sterben, weil er nie gelebt hat. Und gewiss war Binswanger ganz anderer Meinung und zum Glück, würde ich sagen. Und ja, damit würde ich auch meinen Vortrag heute beenden und, wie mir gesagt wurde, auch den Bildschirm gleichzeitig entteilen. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank. Ich danke Ihnen für diesen tollen Vortrag. Da kommen bestimmt gleich ganz viele Fragen aus der Community, aber vielleicht darf ich
oder ich nehme mir einfach das Recht raus, jetzt die ersten Fragen zu stellen, weil ich habe tatsächlich, und das bezieht sich so ein bisschen auf den Schluss Ihres Vortrags auch, weil ich habe mich in der Vorbereitung, weil wir uns ja natürlich nicht im gleichen Maße wie Sie, aber halt für unsere Ausstellung mit Binswanger und dem Bellevue beschäftigt haben, nämlich auch gefragt, wenn man das jetzt vergleicht, wie modern, wie fortschrittlich, also Stichwort Aufbruch am Bodensee, wie fortschrittlich die Behandlungsmethoden waren. Und aus dem, was ich jetzt gerade bei Ihnen gehört habe, kann man sagen, dass es eigentlich sehr differenziert war, also dass er in vielen Punkten halt sehr wohl sehr fortschrittlich war, in anderen Punkten aber, sagen wir vielleicht mal, gesund konservativ, also nicht alles, was möglich war, gemacht hat. Ist dieser Eindruck richtig? Ich glaube schon. Also wie gesagt, das kann man wirklich dann erst dann bewerten, wenn man sich das alles angeguckt hat. Und das habe ich nicht gemacht. Ich habe wirklich nur gezielt geschaut, welche Therapien bei den berühmten Patienten, also im Falle Nijinsky ist das ganz offensichtlich, dass der Fortschrittsgedanke da war, aber eben individualisiert. Und das ist fortschrittlich. Ja? Heute spricht man in der Medizin von personalisierter Medizin, individualisierter Medizin, das traf auf Binswanger wirklich perfekt zu. Und dann ist fraglich, wie man das beurteilt. Ja? Gibt es dann Menschen erster Klasse und zweiter Klasse, sogar in einem Ort, wo es nur die erste Klasse gibt? Ja? Das ist ja, man denkt immer, ja, die armen Leute in den Großanstalten, die haben Elektroschock bekommen, aber bei Binswanger nicht. Nein, das ist, glaube ich, nicht so der Fall. Aha. Man muss ja auch wirklich sehen, was man mit Fortschritt, was man unter Fortschritt versteht. Ja, das, wenn wir das von heute aus betrachten, ist das immer heikel, ja. Das ja, natürlich, man muss es aus der Zeit raus betrachten auch. Kann es dann auch sein, dass, also weil wir gerade gehört haben, die Frau von Nijinsky hat die Behandlung, diese Insulinschocks eben ja, darauf bestanden, dass er die kriegt, wenn ich das richtig verstanden habe. Inwieweit hatten die Patienten selber denn überhaupt damals auch ein Mitspracherecht oder war es auch so, dass die Angehörigen eben häufig dann auch ja, auf sowas gedrängt haben? Also gab es auch solche Fälle, dass das... Ja, das ist bei Warburg zum Beispiel ganz klar, ja, dass die Familie was zu sagen hatte. Das ist an einem ganz klaren Beispiel ersichtlich. Die Familie hatte Kräpelin, Emil Kräpelin, das war die Koryphäe damals. Ja, Kräpelin war die Psychiatrie damals. Nach Kreuzlingen in Binswangers Klinik eingeladen, damit er sich den Patienten anguckt. Das ist ja ein Affront. Ja. Aber Patienten haben gezahlt oder die Angehörigen meistens haben gezahlt und dann konnten sie auch mitentscheiden. Ja. Aber bei Nijinsky nicht in meiner Klinik. Also sie hatten schon was zu sagen. Ich sehe gerade hier eine Frage aus der Community, das zielt so ein bisschen auch in die Richtung, was ich auch gerade schon gesagt habe, gab es Patienten erster und zweiter Klasse, also vielleicht auch so ein bisschen was, vielleicht kann man es auch darauf beziehen, was die Kosten der Behandlung angeht, weiß man, ob er jetzt zum Beispiel Abi Warburg, da haben Sie gerade auch eben erzählt, dass die Kosten als exorbitant, sicherlich eine Familie, die sich das leisten konnte, weiß man da, ob er das ja unterschiedlich dann auch berechnet hat quasi, also je nach Patient? Oh, ja, das weiß ich nicht. Also ich weiß, man hatte ja ein gewisses Service, ja, all inclusive. Und also wenn man nicht die Kutsche in Anspruch genommen hat, dann war es einfach weniger teuer. Okay, also. Aber die Behandlung an sich und Zimmer gab es, die weniger teuer waren, ja, zum Beispiel. Und wenn man die Hofdame noch mit dabei haben wollte oder nicht. Aber so von der Kur her glaube ich nicht, ja, wenn man schizophren war und später dann auch einen Elektroschock bekommen hat, dann, also nicht, dass ich wüsste, dann hat man die ja nicht gezählt und dann oder die Tropfen gezählt, die Patienten bekommen haben und danach
guckt, wer ist das, ja, kann er sich das leisten oder nicht und dann entsprechende Rechnungen gestellt. Das glaube ich nicht. Also da war, das hing eher von den Ansprüchen der Patienten und nicht von ihrer. Das ist aber eine gute Frage. Ich habe nie in die Rechnungen geguckt. Ja, und auch in dem Briefwechsel habe ich da nicht viel erkannt. Konnte man sich das nicht mehr leisten? Raus. Wie bei Else Blankenhorn zum Beispiel. Okay, na, ich hatte gedacht, eben gerade vor dem Hintergrund Kirchner und die Künstler, die Intellektuellen, die wahrscheinlich in der Regel nicht die, oder viele von denen eben nicht die Mittel wie Warburg hatten, dass man da vielleicht irgendwie, dass er da. Sie hatten nicht die Mittel wie Warburg, aber Kirchner ganz sicher nicht, obwohl eben, er damals auch einen Namen hatte schon. Aber für Kirchner hat nicht Kirchner gezahlt und für Kirchner hat nicht Binswanger bezahlt, sondern Henry van der Velde. Ja, genau. Er hatte das Geld, ja. Er konnte seinen Aufenthalt finanzieren, den von seiner Tochter Nele und den von Kirchner fast gleichzeitig. Wenigstens Nele und Kirchner waren da gleichzeitig. Und das ist auch eine ganz schöne Geschichte, die nicht mehr reingepasst hat. Kirchner wurde von Else Blankenhorn inspiriert, hat aber seinerseits dann Nele van de Velde inspiriert. Sie war wirklich seine einzige Schülerin, das Malen dort im Bellevue gelernt. Ja. Deshalb hat er der Tochter von Henry van de Velde dann Kunstunterricht erteilt. Dann hat sich wahrscheinlich die Rechnung ausgeglichen. Eine letzte Frage vielleicht. Wie waren, die ich gerade hier bekommen, wie waren die Mitglieder der Familie, also zum Beispiel Robert Binswanger in der Klinik involviert? Sie haben gerade auch den Cousin genannt, der eben auch da, also es war wirklich ein Familienunternehmen, das haben Sie angerissen. Also ja, das war von vornherein ein Familienunternehmen. Und ich kann mich noch erinnern, als ich meine Doktorarbeit geschrieben habe, musste ich mir wie bei den Roman von Dostojewski, so ein Stammbaum auf den Schreibtisch legen. Und genau, das Problem hatten wir auch, weil vor allem, weil die Namen mehrfach, also Ludwig mehrfach und Robert mehrfach auftaucht. Das ist genau. Welcher Robert das war, und dadurch, dass es Cousins waren, konnte es sein, dass sie dann auch gleichzeitig auf die Welt kamen, ja, und dann wer ist wer, aber sie waren involviert, also das war so grundsätzlich ein bisschen so organisiert, dass der Erstgeborene Medizin studierte, die ärztliche Leitung übernahm und der Zweitgeborene dann die kaufmännische Leitung zum Beispiel. Also wenn ich sage, Binswanger als Direktor des Bellevues, war das der ärztliche Direktor. Ja, der kaufmännische Direktor war dann der Bruder, der Vetter, Aber das heißt, es blieb sozusagen, alle wichtigen Funktionen blieben in der Familie Binswanger. Ja, bis zum Schluss, und ich glaube, das war auch das Problem, ja, dass es immer weiter geben musste. Und soviel ich weiß, war Wolfgang Binswanger auch so einer, der lieber was anderes gemacht hätte. Eben durch diese ganze künstlerische Atmosphäre waren, und viele waren auch künstlerisch veranlagt, war das dann ein Problem, ja. Die Medizin, und deshalb glaube ich, und die, dass die Klinik schloss 1980, wenn ich das in Erinnerung habe. Ja. Es waren schwierige Zeiten überhaupt für die Psychiatrie, die Reform, die 68er waren da gewesen. Also das war wohl, glaube ich, auch der Grund, warum das dann geschlossen hat. Vielleicht dann noch die allerletzte Frage, was ist, oder können Sie uns vielleicht sagen, was heute, existieren die Gebäude heute noch, oder gibt es, wenn man nach Kreuzlingen fährt, irgendetwas, was man dort noch sehen kann? Also heute weiß ich nicht, weil wenn ich jetzt zu Ihnen gekommen wäre, wäre ich natürlich wieder nach Kreuzlingen gepilgert, um mir das anzugucken, aber... Und jetzt verrate ich, wie alt ich bin. Vor 20 Jahren, als ich meine Doktorarbeit geschrieben habe, da bin ich tatsächlich dahin gegangen. Und dann standen einige Gebäude noch, nicht alle, das Hauptgebäude auf jeden Fall. Da waren, glaube ich, so Büros, oder es wurden gerade Wohnungen jetzt renoviert. Und
einer Klinik, das ist jetzt eine Venenklinik, die noch jetzt auch Bellevue heißt. Mhm. Diese kleinen Villen, die Sie gesehen haben, die Felicitas oder wie die alle Harmonie und wie die alle hießen, die wurden zum Teil sogar für die Patienten errichtet. Also es gab einen Patienten, der ließ sich das Haus dort und die Villa darin bauen. Diese gibt es dann nicht mehr jetzt. Was natürlich auch für den Luxus des Ganzen dann noch spricht, das Exklusive. Ja, vielen Dank, Frau Marazia, für den wunderbaren Vortrag. Ich denke, ich spreche in Namen aller. Das ist ein ganz toller Erkenntnisse, die wir hier gewonnen haben und ein ganz tolles Thema. Vielen Dank dafür nochmal. Dank auch an meine Kollegen, an Susanne Nicolait und muss ich mal überlegen, wer alles daran beteiligt war. Susanne Nicolait und Dominik Busch für die Betreuung der Community-Fragen und für die technische Umsetzung. Und dann darf ich ganz kurz noch den Hinweis geben auf das nächste Mal, weil nächste Woche sind wir dann wieder hier im Haus am 10. Februar, Entschuldigung, nächste Woche Donnerstag am 10. Februar wird Herr Professor Oelkers aus Zürich einen Vortrag über das pädagogische Leben am Bodensee halten, also von dem Aufbruch bei der Behandlung psychischer Erkrankungen kommen wir dann zur Pädagogik, die eben auch hier große Reformen erlebt hat. Und die Veranstaltung wird in Kooperation mit dem Schulmuseum hier in Friedrichshafen, wie gesagt, bei uns hier im Haus stattfinden. Dann vielleicht noch ganz kurz der Hinweis, wenn Sie unser Programm gesehen haben. Wir haben für den 17.02. ein Künstlerinnengespräch mit Herlinde Kölbel angekündigt. Das wird nicht zu diesem Termin stattfinden. Ich kann auch hier schon mal ankündigen, unsere Ausstellung wird verlängert. Also wir werden diese Ausstellung bis in den November hinein zeigen. Und das wird auf jeden Fall noch stattfinden, das Gespräch mit Frau Kölbel. Den Termin werden wir dann noch rechtzeitig bekannt geben. Ansonsten danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ich danke Frau Marazia für den wunderbaren Vortrag und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Ja, danke für die schöne Gelegenheit. Danke.